reden wir über die Bayern und reden wir über Thomas Müller, der ja natürlich in dieser Woche großes, großes Thema gewesen ist. Denn Sportbild hat berichtet, wir haben berichtet, dass er durchaus über einen Wechsel nachdenkt. Seine Rolle bei den Bayern gerade ist nicht ganz klar. Zumindest aktuell sieht es so aus, als wäre er eher auf der Bank verhaftet und keiner für die Stammelf. Didi Hamann, Herr Reif, hat dann schon mal so ein bisschen überlegt und sagte, Mensch, wenn er sich einen Wechsel in der Bundesliga vorstellen könnte, dann zu Bayer Leverkusen, weil damit Xabi Alonso einer ist, der da gerade was Neues entwickelt, wo man noch was reißen kann, was es noch nicht gegeben hat. Können Sie sich Thomas Müller im Trikot von Bayer Leverkusen vorstellen? Ich kann mir ihn in keinem anderen Trikot als im Bayern-Trikot vorstellen. Und dabei wird es auch bleiben? Die würde ich eine Wette halten, ja. Aber es ist rührend, dass Leverkusen dann kommt, weil bei Leverkusen gäbe es am wenigsten Friktionen, glaube ich. Also da würde man sagen, ja, das geht noch. Aber Dortmund geht nicht. Ich würde alle durchspielen. Jetzt, ihr macht ja euch den Spaß gerade, welche Vereine könnten denn passen. Nein, auch Leverkusen hat Xabi Alonso andere Pläne. Und ich glaube nicht, dass Thomas Müller selber ein Typ ist, der dann auf Weltreise geht. Also lass mal alle Saudis und alle Miamis und all das Zeugs weg. Das ist er nicht. Also falle ich vom Glauben ab, wenn der sowas machen täte oder sowas überhaupt erwägen könnte. Und innerhalb der Liga, nein. Ich glaube, er wird in München bleiben. Und da sind wir wieder, das schließt sich so ein bisschen der Kreis zu der Glasner-Geschichte. Wie kriegt man das hin an der Stelle? Seine Reaktion, Herr Reif, wollen wir uns noch mal anschauen. Ja. Es gibt ja heutzutage Instagram, wo man sich dann so äußern kann zur Berichterstattung, dass es eigentlich alles offen lässt. Darum ist das in gewisser Weise auch ein typischer Thomas Müller gewesen, der dann nämlich mit einem Post reagiert hat, der ja eigentlich nur so von Müller kommen kann. Also mit einem Pferd lässt er sich fotografieren und schreibt dazu, wenn du Zeitung lesen könntest, King Davy, so heißt sein Pferd offenbar, eine Mischung aus Kingsley Coman und Davis möglicherweise, wie wir Müller kennen, und die Hashtags dahinter sind, jetzt wird's dann langsam wild, voller Fokus auf die Schale, nur der FCB. Ich könnte jetzt sagen, ein Dementi hört sich anders an. Und ich würde sagen, noch deutlicher kannst du es nicht sagen. Ach, sie wollen so eine klare Linie haben. Verlangen wir da nicht ein bisschen viel von einem noch jungen Mann auch? Dass er sagt, ich erkenne alles und ich begreife alles und kann alles nachvollziehen. Ja, wir werden alle älter und ja, dann spiele ich halt weniger. Und ja, das alles macht Sinn und das alles im Dienste des Clubs und so. Verlangen wir da nicht ein bisschen sehr viel? Das würde aber bedeuten, dass er auch die Wahrheit verdient hat, die möglicherweise lautet, bei Thomas Tuchel ist für Thomas Müller kein Platz in der ersten Elf, wenn es nicht ungewöhnliche Verletzungssituationen geben sollte. Zumindest nicht in jedem Spiel. Das hat Thomas Tuchel bislang aber so nicht gesagt. Thomas Tuchel hat damit zu tun und ich habe den Eindruck, die Wahrheit ist, ich glaube, er hat im Moment 1000 Baustellen, wenn man sich das Spiel der Bayern anguckt und ihre Situation in der Tabelle sind, glaube ich, noch Tabellenführer. Das geht gerade noch so. Aber das ist alles noch so brüchig und die Saison dauert noch 3 Wochen. Deswegen das Thema Müller ist jetzt zur Unzeit. Aber er muss trotzdem 11 Mann stellen, die das andere Thema bearbeiten, nämlich diese verdammte Meisterschaft wenigstens zu holen, damit nicht richtig Feuer unterm Dach ist. Das ist die Falle im Moment gerade und Thomas Tuchel ist, glaube ich, ein, zweimal reingetappt, indem er Formulierungen benutzt hat, die ihm natürlich jetzt selbstverständlicherweise und gar nicht böse gemeint, aber wenn er sagt, auf die Füße fallen also, oder vorgehalten werden, ein fröhliches, das ist kein Thomas Müller-Spiel, Antwort, welches ist denn eins? Also Man City war keins. Schalke, Hertha war keins. Jetzt. Hertha, Werder waren keins. So, jetzt kommt Schalke und die Frage, die sich aufdrängt, steht hier natürlich. Den Reif, Verein müssen wir uns backen. Ist Schalke ein Thomas-Müller-Spiel? Wenn die Trainingsleistungen so sind, wenn Musiala vielleicht eine Pause braucht, weil auch er ein bisschen wild durch die Gegend läuft im Moment und seiner Form hinterher, ist das selbstverständlich dann ist Thomas Müller doch eine Alternative. Also nochmal, pass auf, das ist ja nicht so, dass der überhaupt keinen Ball mehr trifft. Und der hat doch, wenn er gespielt hat,
ein paar ganz gute Spiele noch gemacht in der Saison. Und genau, aber es sind ein paar ganz gute Spiele. Sie werden das Thema, Thomas Tuchel wird dieses Thema klar und deutlich im Sommer abarbeiten müssen. Das Problem ist nur jetzt gerade, es ist jetzt auf dem Tisch, aber es sind noch 3 Spiele zu machen. Und das wichtige Spiele. Und das auf einen Nenner zu bringen, verleitet einen zuweilen offenbar zu Formulierungen und auch zu ein bisschen genervt sein. Bei Thomas Tuchel, ich habe es ja verstanden, als er nochmal gefragt wurde, natürlich ist das vorm Spiel. Entweder spielt Müller und wenn Müller nicht spielt, ist das Thema. Nicht, wie geht es denn heute an, wie wollt ihr die deutsche Meisterschaft gewinnen, sondern wieso spielt denn der Müller nicht? Weil Müller ist nicht Karlchen Müller, sondern es ist Thomas Müller, der FC Bayern-Spieler schlechthin. Und da geht eine Karriere natürlich irgendwann mal zu Ende. Nur wie geht sie zu Ende? Und das wird deren... Wir gucken mal auf die Statistik, Herr Reif, von Thomas Müller, wie es sich bei ihm zuletzt bei den Bayern entwickelt hat. Im Vergleich ganz interessant, auf Pflichtspiele bezogen. Also unter Flick waren es 81 Spiele, 27 Tore, 45 Vorlagen, also alle 91 Minuten eine Torbeteiligung. Bei Nagelsmann waren es dann 73 Spiele, 18 Tore, 36 Vorlagen, alle 96 Minuten eine Torbeteiligung, also ungefähr auf dem gleichen Niveau. Und jetzt bei Thomas Tuchel hat er 9 Spiele gemacht, allerdings relativ wenig Einsatzminuten, 2 Tore erzielt, alle 242 Minuten eine Torbeteiligung. Auch die Frage muss man ja einmal offen stellen. Wie gut ist Thomas Müller noch? Nicht mehr so gut, wie er unter Hansi Flick war. Das kann daran liegen, dass da ein paar Jährchen ins Land gegangen sind. Also das Fußballspiel hat er nicht verlernt. Nur was wäre so schlimm, wenn Thomas Tuchel das genauso offen sagen würde? Zu gefährlich gerade? Denn es sieht ja so aus, dass Thomas Tuchel es so sieht. Ja, er ist eher auf der Schiene mit den aus der Guardiola-Zitatensammlung. Also ich liebe Thomas Müller und der Top-Top-Spieler und ein super, super, super. Ja, ich glaube, der Moment ist ihm noch nicht passend. Aber ich glaube, dass er darum wird er nicht herumkommen. Und die Gespräche sind, pass auf, das ist das, was nach außen gemacht wird und was wir natürlich auch dann diskutieren können und müssen. Also sorry, Thomas, der FC Bayern und der Thomas Müller und der Thomas Tuchel. Also das müsst ihr dann doch schon ertragen können. Ihr habt schon schlechtere Zutaten. So. Aber es ändert nichts daran, dass im Sommer musst du die Dinge klären und bis dahin werden sie hoffentlich intern besprechen. Und darum wird es gehen, so wie wir vorhin hatten, Glasner und die, man einigt sich und man bringt die verschiedenen Realitäten zusammen. Und darum geht es. Thomas Müller habe ich vorhin versucht zu erklären, noch ein junger Mensch, der auch spürt und vielleicht auch ein bisschen Angst hat, was kommt danach, was ist das Ende, es geht irgendetwas, ein ganzes Leben. Europameisterschaft 2024 in Deutschland, so. Das wäre ja auch für ihn sehr bitter, wenn er da eher eine Randrolle spielen würde. Ja, aber ist er denn da noch ein Protagonist oder ist er da schon in der Randrolle? Das ist für jeden Menschen schwer, wenn solche eine ganze Ära eines Lebens zu Ende geht und das ist das Normalste von der Welt. Nicht, weil er plötzlich, wie gesagt, das Fußballspiel verlernt hat, sondern weil einfach die Biologie dich dazu hinbringt. Also er muss diese Realität und die Bayern haben die andere Realität. Wir können uns nicht leisten, irgendwelche Bonbons zu verteilen, sondern es geht darum, die bestmögliche Mannschaft zu stellen. Und drittens die Welt dazwischen, die gemeinsame, die Identifikationsfigur und denn das merkt man bei den Bossen, Herr Reif. Die waren aufgeschreckt nach unserer Berichterstattung am Mittwoch, haben alle schnell den Kontakt zu Thomas Müller gesucht und von denen will verständlicherweise auch keiner dastehen als derjenige aus der Führung, der zugelassen hat, dass der Thomas Müller am Ende doch im Unfrieden scheiden muss. Wir können uns das Zitat von Oliver Kahn noch einmal zu Gemüte führen, wie er sich zu möglichen Abwanderungsgedanken Müllers geäußert hat. Thomas ist fit, nie verletzt und unheimlich charakterstark. Er ist für das ganze Gebilde unheimlich wichtig. Ich bin mir sicher, Thomas wird noch sehr viele Spiele für uns machen. Lass das sehr weg und dann geht's. Also nur viele Spiele statt sehr viele Spiele. Ja. Viele ist besser. Ich höre bei Ihnen so ein bisschen raus, Sie glauben, dass man den Weg weiter zusammengeht. Ja.
und einen Weg findet, der für beide Thomasse gangbar ist. Weil ich auch überzeugt davon bin, dass Thomas Müller ein viel zu intelligenter Junge ist, um nicht irgendwann mal mit sich selber auch ins Reine zu kommen und zu sagen, pass auf, was habe ich noch zu bieten? Ja, das biete ich an und ich bin da. Und es gibt auch noch andere Dinge, außer auf dem Platz, die berühmte Kabine, für die er so wichtig ist. Das ist unstrittig. Deswegen, ja, ich denke, man wird ein Jahr noch machen und man wird sich dann überlegen, was macht man mit, was macht er? Hat er noch Lust für diesen Club, für den er steht, wie kaum ein anderer? Vielleicht in anderer Rolle was zu machen. Ja, klar. Aber dieses Gespräch hatten wir hier genau über Thomas, über Manuel Neuer im Frühjahr, nach der Verletzung, als Jan Sommer kam. War ich auch überzeugt davon, wenn das, da geht auch etwas zu Ende. Jetzt Neuer mit seinem bestialischen Ehrgeiz und der Torhüterposition, die können noch ein paar Jährchen länger spielen, weil sie nicht so viel rumrennen müssen auf dem Platz gegen irgendwelche Jungen, die rumrennen wie die Kanickel. Also da war das anders und entwickelt sich anders. Thomas Müller wird einen Weg finden müssen und der Club mit ihm gemeinsam. Und das, darum geht es. Gemeinsam. Wissen Sie, warum die Bayern-Bosse immer relativ entspannt waren, wenn Auslandsgerüchte sich um Thomas Müller gerankt haben, was einen möglichen Wechsel betrifft? Na? Die wussten ja, dass er das Gestüt mit seiner Frau hat, mit vielen Pferden. Ja, und Thomas Müller niemals wird dieses Land verlassen können, da dann das Pferdethema, was der Familie, aber auch seiner Frau sehr, sehr wichtig ist, sicherlich erledigt wäre. Das richtige Leben geht danach weiter. Wenn das Bällchen nicht mehr plopp, plopp, plopp macht den ganzen Tag, geht das richtige Leben weiter. Und er ist so aus der Ecke. Ich habe mal in der Nähe da gewohnt. Und da haben wir uns mal, zufällig sind wir uns begegnet im Supermarkt. Das normal, der normalste Mensch der Welt. Und nicht, weil er das zelebriert, sondern weil das so ist. Und deswegen den nach irgendwo hin verpflanzen und das ganze Leben auf den Kopf stellen. Deswegen glaube ich auch nicht, selbst Leverkusen wäre ein Schritt in eine ganz andere Welt. Spannend wäre es auf jeden Fall. Ja, klar. Und das Thema bleibt es auch.